Yo, yo, yo und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle on the Walker Sold Front, mal wieder in der zweiten Aufnahmerunde sozusagen. Ja, letzte Folge ja Vorherrschaft gespielt und der aufständische Jedi, ja, Skywalker, heute Walker Sold auf meiner Lieblingsmap. Feuert bei Sichtkontakt. Ist sie tatsächlich. Hätte man ja nicht gedacht, aber doch ist sie. Schalten Ihren Ablenk ab, dann bekommen Sie keine Luftunterstützung. Ich wollte jetzt nicht der Erste sein, der down geht. Das war aber ganz, ganz knapp. Okay, direkt mal Skywalker. Feind erfasst mich. Feind erfasst mich immer noch. Ah, Mist. Scheiße, hat er auch die E3, der Typ. Ich kann echt nicht sagen, ob das jetzt hier eine traurige Runde wird, eine Rage-Runde oder mal eine krasse Runde. Oh, hier kann man den AT-AT. Heldenobjekt wäre mir ja das Liebste. So, das Geschütz zerstört ist natürlich... Oh, Scheiße! Und jetzt, der nascht den natürlich weg. Sie haben Ihren Ablink deaktiviert. Das müsste Ihre Bombe aufhalten. Ja! Er ist down gegangen von dem Schrott. Nice! Erster Kill mit der Impulskanone gemacht. Ja, ich konnte ihn noch annaschen, aber dann nascht nicht so ein gammeliges Geschütz weg, die irgendwie viel zu OP geworden sind. Deaktiviert die Ablinkstation. Ohne sie können die Y-Wings der Rebellen keine Luftunterstützung fliegen. Informiert den Imperator, dass Skywalker erlebt. Warren! Glückepunsch! Warren! Oh, knapp. Rebellenbomber neben unseren AT-AT-Aufstand. Ja, sehr schön. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablinkstation aktiviert. Tausende Soldaten. Warren! T21. Schade, dass ich schon wieder davon weggenascht wurde, aber... Ja. Keine Chance. Rebellenbomber hat unseren AT-AT erfasst. Pack doch auf diesen Ruinen. Ja, der nascht mich wahrscheinlich noch weg. Nein, den holt er. Ah, Scheiße! Mann! Mit so einem Blaster nascht er mich am Ende weg. Wieder zwei Assists. Folge ich jetzt mal. Die Bombe der Rebellen, ja, er war schon fast weg. AT-AT als Ziel erfasst. Glück gehabt, ich wäre weg gewesen. Dann muss ich jetzt regenerieren. Ey, das kann nicht wahr sein. Das uns bei der Vernichtung dieser Rebellen helfen. Na, das war ärgerlich. Jemand beschwört einen Orbitalangriff. Warren!
Die Y-Wings der Rebellen greifen an. Schade. Ich schaue mich jetzt mal an die Front. Der AT-AT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert. Verteidigt ihn. Ah, Mist, wieder nur ein Assist. Ich probier's mal. Im Prinzip kann ja nichts schief gehen. Aber irgendwie hätte ich dann doch... hier hinter diesem Hügel. Der Rebellenhügel. Glück gehabt. Ach Mann. Was regt mich immer auf? Halte die Rebellen auf Distanz. Unser AT-AT ist noch eine kurze Zeit ungeschützt. Han Solo wurde in der Nähe eurer Position geortet. Was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ey, das wäre jetzt auch noch zu lächerlich gewesen. Es ist so lächerlich! Wie lächerlich ist dieses Spiel? Wie viele Assists willst du mir heute noch geben, Mann? Wie viele Assists? Boah, ja, was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich. Ich sehe es aber auch nicht ein. Ich meine... Komm. Er nascht mich echt noch weg, dieser... Oh. Ich probiere jetzt eine andere Waffe aus. Das ist mir zu dumm. Die E11 probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich probiere sie einfach mal. Keinen Ärger mehr. Vielleicht ist sie OP. Sieht aber nicht wirklich so aus. Okay, das ist irgendwie Müll. Oh, mit der kriege ich ja gar nichts hin. Aber komm, es ist auch lächerlich. Es ist richtig lächerlich hier. So, mir fällt jetzt nichts anderes ein, als auf Nahkampf zu gehen. Einfach auf das Ganze. Ja, da kommt er! Was? Meine Scheiße nochmal! Und der freut sich einen Scheiß. Wie selten ist es, dass bei mir so jemand vorbeilatscht? Oh! Ja, genau! Ja! Ja, genau in dem Moment! Genau in dem Moment! Das ist so lächerlich! Einfach nur lächerlich ist es gerade. Ja, Platz 13, komm, es geht... Aber der Typ mit 5, 6 ist genauso Lappen. Mann, ich hätte so viele Kills haben können, hätte ich nicht nur Assists gekriegt. Jetzt werde ich wieder genascht. Oh, Mann! Oh. Ja, was soll ich denn da machen, bitte? Sag's mir. Ja, ich... Skywalker, er ist in eurer Nähe. Feuert bei sich. Schön, kratzt mich gerade überhaupt nicht. Kann ich ja mal versuchen vorzurücken. Schaffe ich zwar eh nicht. Oberfett. Nerviger Spiegel. Er nascht mich sofort wieder weg. Mal ganz ehrlich, was kann ich denn hier dafür?
Ich werde am Scheiß der Welt gespawnt. Oh komm, das könnte mal krass werden. Bitte. Wir brauchen hier einen Kampfläufer. So. Wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Was wollt ihr? Ja, moin! Moin! So geht das hier wieder weiter. Es ist so lächerlich. Aber sowas von. Es ist nicht mehr feierlich. Es ist einfach nicht mehr feierlich. Gerade. So. Es kratzt mich überhaupt nicht. So. Ich konnte nichts anderes machen. Ein Kill ist drinne! Oh mein Gott! Hier drin sind die Rebellen im Vorteil. Ah, moin! Wie geht es ihm? Und der Typ nach mir nascht ihn weg. Ich glaube, ich könnte schon wieder. Es ist zum Mäusemelken. Das finde ich auch nicht mehr krass oder sowas. Das ist einfach nur noch lächerlich. Hier sieht man die Lächerlichkeit. Jo, kriegt gar nichts abgezockt. Ja, der nascht. Ja, er nascht mich mit seiner verdammten E3 weg. Meine Güte, ist das Müll hier gerade. Meine Güte. Es kann jetzt mal eine Lucky Round kommen. Es kann jetzt. Ja! Oh, ich hasse dieses Spiel. Das ist ja wohl die lächerlichste Runde, die ich hier kenne. Man kennt es nicht anders, das Spiel friert ein. Nice! Nice, nice, nice! Okay, und mir bleibt jetzt echt nichts anderes übrig, als damit den Part zu beenden. Ich werde ihn nehmen, einfach weil er so lächerlich ist, das muss die Welt erfahren. Es ist so lächerlich, du, das ist einfach nur OP. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser abgrundtief beschissene Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars The Battlefront oder Look at Dice oder The Gleis. Bis dann, Leute. Ciao.